Das Herz versucht nicht etwas zu sagen. Es versucht nur dafür zu sorgen, dass jeder Teil des Körpers die Nahrung durch den Blutfluss erhält. Es ist also dein Verstand, der mit verschiedenen Zungen spricht. Also bevor du dieses Leben in etwas investierst, musst du schauen, wenn ich heute mein Leben in diese Sache investiere, wird es mir nach 25 Jahren immer noch viel bedeuten? Nach 50 Jahren wird es immer noch viel für mich bedeuten? Werde ich am Ende meines Lebens, wenn ich zurückblicke, werde ich stolz darauf sein oder werde ich mich für das, was ich jetzt tue, schämen? Namaskaram, Sadhguruji. Die erste Frage, die ich stellen will, betrifft tatsächlich mich. Ich befinde mich im letzten Jahr der Ingenieurausbildung, daher muss ich jetzt eine sehr große Entscheidung treffen. Und es gab Leute, die mir sagten, dass wenn ich Entscheidungen aus meinem Herzen heraus treffe, werde ich im Leben erfolgreich sein. So, aber darin liegt ein Problem. Das Problem ist, dass ich weiß nicht, welcher Gedanke aus meinem Herzen und welcher Gedanke aus meinem Kopf kommt. Wie kann ich also herausfinden, welcher Gedanken von meinem Herzen und welcher von meinem Verstand kommt? Das Herz macht nur zwei Töne, lap-dap. Es sei denn, die einheimischen Mädchen bringen es durcheinander und machen es ein wenig verrückt. Sonst macht es nur zwei Geräusche. Der Rest des Lärms kommt alles aus deinem Kopf. Diese Vorstellung, dass etwas aus deinem Herzen kommt, etwas aus deinem Verstand kommt, ist metaphorisch, aber unglücklicherweise nehmen das ganz viele Menschen wörtlich. Es gab eine Zeit, in vielen Teilen der Welt, insbesondere in Arabien, die medizinische Wissenschaft in Arabien glaubte, dass das Blut von der Leber ausgepumpt wird. Möglicherweise habt ihr die Urdu-Sprichwörter über Kalija, wisst ihr, habt ihr? Denn sie glaubten, dass das Blut aus der Leber gepumpt wird, weil die Leber ein weitaus komplizierteres Organ ist als das Herz. Das Herz ist eine einfache Pumpe. Gib ihm also nicht mehr Verantwortung, als ständig das Blut zu pumpen und dich am Leben zu erhalten. Es sei denn, jemand hier bricht es. Also, was das letzte Jahr der Ausbildung betrifft, ich möchte, dass du diese Sprache änderst, denn Folgendes ist passiert. Darf ich dir einen Witz erzählen? Okay. Du bist ziemlich ernst deswegen, deshalb frage ich. Dies geschah. Ein sehr berühmter Wissenschaftler war bei einem Abendessen. Und er war nicht besonders gut gekleidet oder so. Er sah sehr gewöhnlich aus. Also schenkte ihm die Dame, weißt du, die neben ihm saß, nicht viel Aufmerksamkeit. Sie weiß nicht, wer er ist. Aber nach einer gewissen Zeit, nur um höflich zu sein und um ein Gespräch zu beginnen, darf ich wissen, was du tust? Er sagte, ich studiere Naturwissenschaften. Sie sagte, oh, das habe ich in meiner 10. Klasse abgeschlossen. Du wirst nicht im letzten Jahr des Ingenieurwesens sein, vielleicht des Studiums, aber nicht im letzten Jahr des Ingenieurwesens, denn für dein ganzes Leben wirst du Ingenieurwesen lernen. Bis du nach 100 Jahren stirbst, okay? Ich ziehe es nicht vor. Ich hoffe, Sir. Nach 100 Jahren, wenn du im Sterben liegst, würdest du immer noch wissen, wenn du in einem ständigen Lernprozess bist, würdest du trotzdem wissen, dass du sehr wenig über das Ingenieurwesen weißt. Mit diesem Wenigen passieren viele Dinge, das ist etwas anderes. Sei also nicht im letzten Jahr des Ingenieurstudiums. Ich weiß, dass der Studiengang bald zu Ende geht, aber nicht das letzte Jahr der Ingenieurausbildung, okay? Also, und im Wesentlichen bedeutet Ingenieurwesen, die Dinge so zu gestalten, wie wir sie wollen. Ja? Wenn wir sagen, dieses Gebäude ist gut konstruiert, das sage ich nicht. Wenn wir sagen, dieses Gebäude ist gut konstruiert oder ein Automobil ist gut konstruiert, dann bedeutet das, dass es so funktioniert, wie wir es wollen, ja?
Unter all den technischen Errungenschaften auf diesem Planeten, unter den vielen technischen Errungenschaften, ein Baum ist eine fantastische Konstruktion, sogar ein Berg ist eine fantastische Konstruktion, weil er dort 1 Million Jahre stand. Das heißt, es muss eine gute Konstruktion sein, nicht wahr? Ja? Etwas, das 1 Million Jahre lang dort steht, muss gut konstruiert sein. Und von all dem ist das ausgeklügelste Stück Konstruktion der menschliche Mechanismus, nicht wahr? Hallo? Die raffinierteste aller technischen Errungenschaften. Und weil es ein hochentwickeltes Stück Maschine ist, braucht es ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, sonst verstehst du sie nicht. Jetzt, wo wir dir ein so hohes, nein, hochtechnologisches Gerät zur Verfügung gestellt haben, frage ich dich, hast du die Bedienungsanleitung gelesen? Ich glaube, es gibt keine Bedienungsanleitung, oder nein? Wie kann man eine so wunderbare Konstruktion ohne Bedienungsanleitung herstellen? Möglicherweise wird es nicht mit einem Begleitheft an deinem Hals geliefert, wenn du geboren wirst. Aber es muss doch Hinweise darauf geben, oder nicht, wie man sie benutzt. Hm? Ist es wahr, dass jemand, der ein Sportler, ein Turner oder ein anderer Mensch dieser Art ist, lernt, den eigenen Körper besser zu benutzen als viele andere Menschen? Ja? Offensichtlich haben sie zumindest einen Aspekt der physischen Funktionsweise des Körpers gelesen, nämlich die Gebrauchsanweisung über die physischen Eigenschaften. Stimmt es, dass bestimmte Menschen ihren Geist besser benutzen können als andere? Vielleicht haben Sie einen anderen Teil der Bedienungsanleitung gelesen. Jetzt also mit dieser Herzanleitung und der Gehirnanleitung. Schau, das Problem ist, dass die meisten Menschen Vorurteile gegenüber dem Verstand haben. Dies ist eine Frage, die immer zu mir kommt. Sadhguru, ich möchte meditieren, aber Gedanken kommen. Das ist die allseits gestellte Frage. Ich frage sie, schau, ich werde dich zum Meditieren bringen. Wir bringen die Leber zum Stillstand, wir bringen die Niere zum Stillstand, wir bringen das Herz zum Stillstand, wir bringen alles zum Stillstand, okay? Nein, Sadhguru. Du möchtest also, dass die Leber funktioniert, wenn du meditierst, dass die Nieren funktionieren, sogar die Milz funktioniert, dass das Herz funktioniert, aber du möchtest aus irgendeinem Grund nicht, dass dein Hirn funktioniert. Das liegt einfach daran, dass unser Verstand eine neue Einrichtung ist, die du im Laufe der Evolution bekommen hast. Diese Stufe der zerebralen Entwicklung ist erst in jüngerer Zeit erfolgt im Vergleich zu anderen Systemen. Wenn du irgendein Säugetier aufschneidest, sie haben alle diese Teile, nicht wahr? Jeder Teil, den du hier hast, haben sie auch alle. Selbst wenn du einen Frosch öffnest, die meisten von euch, du bist in der Biologieabteilung. Selbst wenn du einen Frosch öffnest, hat er fast alles, was du auch hast, nicht wahr? Es ist nur, der große Unterschied ist nur die zerebrale Entwicklung, das ist ein jüngeres Ereignis. Weil es ein jüngeres Ereignis ist, haben die meisten Menschen nicht herausgefunden, wie sie damit umgehen sollen. Die Bedienungsanleitung ist also sehr wichtig. Man liest eine Bedienungsanleitung nicht erst, bevor man das Gerät wegwirft. Du liest sie in den ersten paar Tagen, nicht wahr? Hallo? Wenn du ein Handy kaufst, willst du die Bedienungsanleitung in den ersten 3 Tagen lesen oder nach 3 Jahren, wenn du es wegwirfst? In den ersten 3 Tagen, nicht wahr? Also, zu wissen, wie das hier funktioniert, ist sehr wichtig. Noch niemals hat das Herz einen Gedanken oder eine Absicht hervorgebracht. Nun, als du das junge Mädchen ansahst, schlug das Herz schneller. Das bedeutet nicht, dass es etwas aussagt, sondern es versucht nur, die anderen Grade der Erregung zu kompensieren. Das Herz versucht überhaupt nichts zu sagen. Es gleicht nur aus, man braucht mehr Blut. Also pumpt es etwas stärker. Das passiert sogar, wenn du die Treppe hochrennst. Ja, was dir passiert, ein bisschen schnaufen, wenn du dich verliebst, das passiert dir auch physiologisch, wenn du eine Treppe hinaufrennst, ja oder nein? Angst macht das auch für viele Menschen.
Das Herz versucht also nicht, irgendetwas zu sagen. Es versucht nur sicherzustellen, dass jeder Teil des Körpers die Nährstoffe des Blutflusses erhält. Es ist also dein Verstand, der mit verschiedenen Zungen spricht. Welche Sprache sprichst du? Was ist deine Muttersprache? Also, wenn jemand zwei, drei Sprachen spricht, wird es manchmal verwirrend. Manchmal spricht es Englisch, manchmal Assamesisch, manchmal etwas anderes. Du denkst also, dass verschiedene Menschen sprechen, das Herz spricht, der Verstand spricht. Nein. Es gibt Gedanken und es gibt Emotionen. Menschen denken, diese beiden Dinge sagen unterschiedliche Dinge aus. Sie sagen keine unterschiedlichen Dinge aus. Die Art und Weise, wie du denkst, ist die Art und Weise, wie du dich gefühlsmäßig ausdrückst, nicht wahr? Wenn ich jetzt gerade denke, oh, sie ist der wunderbarste Mensch auf dem Planeten, ich muss das nur denken, dann werden meine Gefühle ihr gegenüber süß. Nun, ich denke, sie ist die schrecklichste Person auf der Erde. Und jetzt werden meine Emotionen unschön, ja oder nein? Ich kann nicht denken, dass sie schrecklich ist und süße Gefühle haben. Ich kann nicht denken, dass sie wundervoll ist und hässliche Emotionen haben, ist es nicht so? Aber heute dachte ich, sie sei der wunderbarste Mensch und meine Süße strömte. Und plötzlich tut sie morgen etwas, das mir nicht gefällt und ich finde sie schrecklich. Ein Gedanke ist beweglich, er ändert blitzschnell die Richtung. Emotion ist ein wenig saftig. Sie braucht Zeit, um sich zu wenden. Also in diesem Zeitraum kämpfst du so, als ob es zwei Dimensionen der einen Sache gibt. Denn der Gedanke sagt eine Sache, die Emotionen sind jedoch noch immer süß, weil es Zeit braucht, um böse zu werden. Jeder kämpft damit, aber sie holt nach einiger Zeit auf, oder nicht? Hallo? Heute dachtest du, sie sei wunderbar, Süße strömte. Morgen hat sie etwas getan, das dir nicht gefällt. Du dachtest, sie sei schrecklich. Der Verstand, der Gedanke sagt eindeutig, dass sie schrecklich ist, aber die Emotionen kämpfen, weil sie sich nicht schnell wenden können. Sie brauchen Zeit, sich zu wenden. Aber nach einer Woche oder 10 Tagen oder 2 Monaten, je nachdem, wie tief du eingebunden bist, nach einiger Zeit also holt Emotion den Gedanken ein. Die Emotion sagt also auch, ja, sie ist fürchterlich, na gut, lass mich fies zu ihr sein. Sie sprechen also nicht verschiedene Sprachen. Der eine ist beweglich, die andere ist etwas schwerfällig in den Kurven. So sieht es aus, als würden sie verschiedene Sprachen sprechen. Wenn es darum geht, was du tun willst, musst du klar denken können. Das ist sehr wichtig. Klar denken bedeutet, die Frage ist nicht, was wird mir das bringen, was wird mir jenes bringen. Ist euer Leben kostbar für euch? Ihr alle, ich frage euch. Euer Leben, ist es euch kostbar? Also bevor du dein Leben in etwas investierst, musst du schauen, wenn ich heute mein Leben in diese Sache investiere, wird sie mir nach 25 Jahren noch immer viel bedeuten? Nach 50 Jahren wird es immer noch viel für mich bedeuten. Wenn ich mich am Ende meines Lebens umdrehe und zurückblicke, werde ich stolz darauf sein oder mich für das schämen, was ich gerade tue. Es ist egal, was andere Leute sagen, aber du solltest nichts tun, wofür du dich schämen würdest. Ist es nicht so? Es ist egal, Leute sagen so viele Dinge. Jedermann hat eine Meinung, das ist deren Sache. Nur, du tust nichts, für das du dich schämen wirst. Ist es nicht so? Dann wirst du dich gegen dich selbst wenden. Wenn sich jemand gegen dich wendet, kannst du ihn einfach stehen lassen und woanders hingehen. Wenn du dich gegen dich selbst wendest, musst du für immer damit leben. Das ist also alles, was du dir ansehen musst. Irgendetwas wird dir Geld bringen, etwas wird dir Komfort bringen, das ist nicht der Punkt. Was du wählst zu tun, wird es dir ein Leben geben. Wenn ich sage, gib dir ein Leben, versuchst du einfach nur einen Lebensunterhalt zu verdienen oder versuchst du ein Leben daraus zu machen? Das ist wichtig. Einen Lebensunterhalt zu verdienen ist kein Thema. Ein Wurm, ein Insekt, ein Vogel, ein Tier, sie alle machen ihren Leben. Sie verdienen einen Lebensunterhalt. Ist es nicht so? Sie machen sogar ein Leben daraus, aber auf jeden Fall verdienen sie einen Lebensunterhalt. Einen Lebensunterhalt mit einem so großen Gehirn zu verdienen ist kein Thema. Das Essen zu verdienen ist kein Thema und den Lebensunterhalt zu verdienen ist kein Thema. Das einzige Problem ist, du möchtest leben wie jemand anderes. Das ist ein endloses Problem. Ich will leben, ist kein Problem. Ich will wie du leben, das ist ein Problem. Es ist also wichtig, wenn du dein Leben als wertvolles Leben betrachtest, musst du sicherstellen, dass du ein wunderbares Leben daraus machst.
Was auch immer sich in diese Richtung öffnet, das ist die Sache, die du tun solltest. Aber wenn du unter dem Druck von Gleichaltrigen stehst, jemand sagt, ich gehe nach Amerika, ein anderer sagt, ich nehme den Regierungsjob an, ein weiterer sagt, ich tue das. Eine Sache, die ihr alle tun solltet, bevor ihr große Entscheidungen für euer Leben trefft, ist also, euch dem Druck der Gleichaltrigen, der Professoren, der Eltern, jedem zu entziehen. Verbringt 3 Tage bis zu einer Woche mit euch allein. Schaut es an, was ist es, was ihr wirklich tun wollt, nicht unter dem Druck von anderen Leuten. Was will dieses Leben tun? Tu das. Es spielt keine Rolle, was andere Leute darüber denken.